Aber vorher kommt die Daniela Kreher noch, ist von LEAB. LEAB ist Law Enforcement Against Prohibition, also Juristen, Polizisten, Staatsanwälte gegen die Prohibition, auch das gibt es. Und zudem arbeitet sie noch für das NOMAD-Institut. Daniela, herzlich willkommen zur Handverrate. Danke, Micha. Hallo Berlin, hallo Handparade, wo seid ihr denn? Nice, schön bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Organisation hier. Schade, dass so wenig Leute da sind. Ich habe mir viel mehr Leute erhofft. Was ist denn los? Wo sind denn die Cannabisraucher in Deutschland? Wir brauchen eure Unterstützung in den Organisationen, die wir für die Regulierung arbeiten. Wir brauchen eure Unterstützung. Ich komme aus dem NOMAD-Institut und arbeite auch bei LEAB. Wir sind zwei Organisationen, die sich mit den langweiligen Sachen beschäftigen. Wissenschaftliche Daten sammeln, irgendwelche Studien machen. All diese Sachen, die keinen interessieren. Ja? Aber wir sind ein Zeugnis davon, dass es Leute gibt, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Ärzte, Richter, Strafverfolger allgemein, Polizisten, Polizistinnen und Zollbeamte sogar, ganz viele Leute aus der Strafverfolgung, die endlich gemerkt haben, es muss sich doch was ändern, so geht es doch nicht weiter. Was macht es denn für einen Sinn, dass hier die Leute kein Cannabis rauchen dürfen, aber Bier trinken dürfen zum Beispiel? Das muss doch auch bei den Polizisten irgendwie Fragezeichen herbringen. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden. Es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, dass es Organisationen gibt, die dafür einstehen. Ja? Es ist wichtig, dass wir uns zusammentun, dass wir versuchen, gemeinsame Visionen zusammenzubringen. Es bringt ja nichts, wenn eine Organisation ein kleines Fest macht und da eine kleine Demo. Es reicht auch nicht, einmal im Jahr hierher zu kommen, um einen netten Nachmittag zu verbringen. Es reicht auch nicht, in den sozialen Medien zu posten. Wir brauchen eure Unterstützung in den Vereinen und den Organisationen, die wir arbeiten. Und für eine Veränderung der Drogenpolitik, für eine Reform der aktuellen Drogenpolitik. Es ist keine einfache Arbeit. Ich merke das bei den Richtern. Ich bin selbst nicht aus den Strafverfolgungsbehörden. Aber ich merke das, wie es denen auch schwerfällt. Ich merke auch, dass bei den Polizisten viele sich nicht trauen. Ich merke das. Und wir haben viele Erfahrungen, die diese Menschen auch im Verein teilen. Und es ist wichtig, dass wir diese Leute auch unterstützen. Deshalb bin ich bei denen dabei. Und auch die Wissenschaftler. Hier wird ja ständig gesprochen, dass Wissenschaftler gehört werden müssen. Aber die Politiker sagen ganz oft, wer sind diese Experten, diese Wissenschaftler? Die interessieren uns ja gar nicht. Ja? Die Entscheidungen werden anders getroffen. Und wir müssen uns darüber bewusst werden, wenn wir jetzt zur Wahl gehen. Erstmal informieren, wer sind die Kandidaten? Wo stehen sie? Wie positionieren sie sich? Was sind sie bereit einzubüßen? Und dann wählen gehen. Wir müssen alle wählen gehen und wir legen in den Händen von diesen Männern und Frauen, die wir wählen werden, das Ende der Kriminalisierung. Das Ende der Kriminalisierung. Wir stehen auch ein, nicht nur für die Regulierung von Cannabis. Wir brauchen eine bewusstseinsvolle oder verantwortungsbewusste neue Drogenpolitik. Es ist die Problematiken, die gehen ja über den Drogenkrieg. Ja? LEAB setzt sich ein gegen den Drogenkrieg und für eine Regulierung von allen Drogen, nicht nur Cannabis. Cannabis ist jetzt im Moment ein Thema. Warum? Weil auch die CND, die Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen, das letztes Jahr umgestuft hat oder neu eingestuft hat im Dezember. Aber wir brauchen, dass es hier in Deutschland eine Kohärenz gibt. Ja? Es muss irgendwie zusammenpassen, eine Übereinstimmung geben zwischen dem, was sie international verteidigen und dafür verhandeln und was dann hier in Deutschland gemacht wird. Es muss doch irgendwie eine Kontinuität da geben und das ist wichtig, dass wir das auch bewusst haben, wenn wir wählen gehen. Unsere Politik muss eben kontinuierlich sein und wir müssen halt gemeinsam arbeiten. Und wir müssen unseren Politikern auch nochmal daran erinnern und den Beamten, dass sie Public Servants sind, auf Englisch sagt man das so, ja? Sie sind für die Leute im Dienste, ja? Nicht für eine Partei oder eine Regierung, sie sind für die Leute im Dienste.
wir müssen uns auch nochmal vor Augen halten, dass das ganze Thema mit dem Cannabis, mit dem Drogenkrieg und mit der Regulierung der Drogen, da geht es ja nicht nur um Konsum, da geht es ja nicht nur um Konsumenten, da geht es um eine breite, um ein breites Aspekt von Aspekte, die von, ich brauche euch gar nicht über Drogenkartelle oder Mafias zu erzählen, da wisst ihr alle Bescheid, die Themen wurden auch unterschiedlich heute auch angesprochen, aber wir brauchen unbedingt eine neue Drogenpolitik, die auf Menschenrechte basiert und die irgendwie eine Perspektive von den Menschenrechten her hat und nicht von der Moral oder nur Drogenkrieg, nur Repression. Wir brauchen eine Drogenpolitik und da gibt es Alternativen. Es gibt ja andere Länder, die andere Ansichten haben. Das kann man auch in Deutschland durchsetzen. Denkt dran, wenn ihr wählen geht, dass jeder Beamte und jeder Abgeordnete, der in den Bundestag kommt, der diesen peinlichen, wirklich schon peinlichen Diskurs vom Drogenkrieg weiter aufrechterhält und auch dafür einsteht und diese Mythen der Prohibition irgendwie noch rechtfertigt, dass diese Leute eigentlich das organisierte Verbrechen unterstützen. Und sie zwingen die Leute, zum Schwarzmarkt zu gehen und Verbrecher, gewalttätige Menschen und Mafias zu unterstützen. Und das wollen wir ja nicht. Und die Patienten brauchen Garantie, dass das, was sie konsumieren, wirklich dafür hilft, was sie eigentlich brauchen. Die brauchen Apothekengarantie. Und all das muss noch reguliert werden. Einiges hat ja schon in Deutschland begonnen, 2017 mit dem Drogenkontrollgesetz. Aber es gibt ja noch viel zu tun. Und das wissen wir alle, wir unterschiedlichen Vereine, die hier auch vertreten sind und die sich viel Mühe immer geben. Und trotzdem passiert nicht viel. Aber wir müssen eine gemeinsame Vision, strategische Vision haben. Sonst wird es nicht gehen. Und das können wir als Zivilgesellschaft machen. Wir müssen endlich aufhören, einfach nur nützliche Idioten zu sein, die irgendwie konsumieren und sonst nichts machen. Wir müssen zeigen, dass es engagierte und fähige Leute gibt. Nicht nur Konsumenten werden da angesprochen. Ja, es gibt viele Menschen, die sich dafür einsetzen, weil es wichtig ist, dass all dieses Spektrum von Problemen, was von der Drogenprohibition herkommt, endlich ändert. Ja? Wisst ihr zum Beispiel von dem chemischen Drogenkrieg eigentlich? Weiß davon jemand? In anderen Ländern werden irgendwelche ganz gefährlichen Chemikalien eingesetzt auf großen Ländereien, um diese Pflanzen zu vernichten. Ja? Da kann kein Tier mehr drauf leben, da kann kein Mensch sich mehr was anbauen zum Essen, da kann auch keine Pflanze mehr leben. Und das passiert in vielen Ländern. Und da macht Deutschland auch mit der Drogenpolitik, mit der internationalen, die sie unterstützt. Und wir machen gar nichts, es ist uns egal. Wir müssen einfach bewusster werden und ich will euch auf zwei Instrumente aufmerksam machen, wo wir eure Unterstützung brauchen. Wir brauchen eure Unterstützung bei einer internationalen Initiative, die wir gerade unterstützen, als LEAP auch. Das ist der Rom-Konsensus. Rom-Konsensus 2.0, so heißt er. Das ist eine Initiative vom Internationalen Roten Kreuz, von der Internationalen Föderation der Roter Kreuzgesellschaften. So groß ist das Ding, so wichtig. Das sind ganz viele Ärzte und andere Leute, die sich zusammentun, um auf internationaler Ebene zu zeigen, dass es eine humanitäre Drogenpolitik braucht. Wir beschweren uns hier, wenn hier noch ein paar Polizisten rumstehen und uns sagen, dass wir irgendwas nicht machen dürfen. Aber es gibt Länder, in denen viel, viel schlimmere Sachen passieren. Ja? Und das muss sich auch ändern. Und deshalb brauchen wir eure Unterstützung beim Rom-Konsensus. Einfach verbreiten, einfach darüber sprechen oder mal nachgucken und teilen, weil das irgendwie auch globale Dimensionen hat und global auch einen Einfluss haben kann. Und das zweite Instrument, auch wieder was Langweiliges, eine Umfrage, eine Meinungsumfrage, die wir machen zusammen mit LEAP und Nomad-Institut. Da geht es um Menschenrechte und Drogenpolitik in Deutschland. Wir haben keine Studie gefunden bis jetzt, wo eine Meinungsumfrage von den Leuten einfach mit dabei ist. Ja? Und wir möchten etwas machen, wo nicht nur ein Experte und ein anderer Experte oder Expertin spricht, sondern wir brauchen auch eure Meinung und deshalb ist es wichtig, dass ihr da teilnehmt. Das ist alles anonym, braucht ihr nicht mal E-Mail-Adresse anzugeben. Also mitmachen, unterstützen und einfach unterstützt die Organisationen, die hier stehen und hierfür arbeiten. Sucht uns auf.
sucht unsere Webseiten, sucht Kontakt zu uns auf. Es ist wichtig, dass ihr uns unterstützt. Und wenn ihr das irgendwie nur im Hintergrund machen wollt, dann könnt ihr auch dafür spenden. Ich weiß nicht, ob die anderen Organisationen und andere Redner dafür aufrufen, aber Wissenschaft und Law Enforcement, wir brauchen eure Unterstützung. Ja? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Berlin. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Daniela. Danke, vielen Dank. Euch.